Sie haben es vielleicht schon in der Zeitung gelesen. Spuren von Arzneimitteln wie Antibiotika oder die Pille werden in Flüssen und Seen und selbst im Trinkwasser gefunden. Womöglich wurde Ihnen erzählt, dass Sie gar nicht mehr zur Apotheke gehen müssen. Die Medizin kommt ja jetzt direkt aus Ihrem Wasserhahn. Sie haben vielleicht sogar auch schon das Gerücht gehört, dass wegen Arzneimitteln im Trinkwasser Männer heute weniger aggressiv sind als früher. Aber was davon ist wirklich wahr? Arzneimittel wurden tatsächlich in der Umwelt und im Trinkwasser gemessen. Aber die Geschichten über Gesundheitsgefahren durch Medizin im Leitungswasser sind haltlos und entsprechen nicht den Fakten. Was aber sind die Fakten? Die Nachweismethoden haben sich enorm verbessert, sodass wir heute Stoffe in tausendmal geringeren Konzentrationen messen können als noch vor 15 Jahren. Und es stimmt, durch diesen Fortschritt ist es möglich nachzuweisen, dass Trinkwasser manchmal sehr geringe Mengen von Arzneimitteln enthält. Was aber heißt gering? Wenn Sie die 400 Milligramm einer üblichen Ibuprofenpille über das Leitungswasser einnehmen wollten, müssten Sie etwa 200 Millionen Liter trinken. Das entspricht dem Inhalt von 40 olympischen Schwimmbecken. Zwar gibt es bei dieser Frage immer noch Wissenslücken. Die Weltgesundheitsorganisation kam aber 2012 zu dem Schluss, dass bei den heutigen Konzentrationen Gesundheitsschäden höchst unwahrscheinlich sind. Ihr Trinkwasser ist also, soweit es Arzneimittel angeht, sicher. Aber für Tiere in Flüssen und Seen gibt es durchaus Risiken. Hormone aus der Pille tragen zum Beispiel zur Verweiblichung männlicher Wildfische bei. Außerdem beeinflussen geringe Konzentrationen eines Beruhigungsmittels das Verhalten der Tiere. Sie sondern sich ab, fressen schneller und werden so leichte Beute für Jäger. Die Unvorhersagbarkeit solcher Effekte hat sich in Asien gezeigt. Geier fraßen die Kadaver von Kühen, die mit Diclofenac behandelt wurden, und starben daran. Die Populationen gingen um über 90% zurück. All dies macht deutlich, wir sollten den Eintrag von Arzneimitteln in die Umwelt verringern. Wie aber kommen Humanarzneimittel überhaupt in die Umwelt? Wenn Sie eine Salbe auf Ihre Haut auftragen, wird immer etwas davon abgewaschen. Nehmen Sie ein Medikament ein, wird ein Teil von Ihrem Körper aufgenommen oder umgewandelt und der Rest unverändert wieder ausgeschieden. Diese Rückstände gelangen dann in die Kläranlage. Es gibt ca. 3000 Arzneimittelwirkstoffe auf dem Markt. Mit einigen davon kommen Kläranlagen gut zurecht, mit anderen weniger gut. Einige Arzneimittel schaffen es daher immer bis in die Flüsse. Andere bleiben im Klärschlamm, der teilweise als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Was aber wird dagegen unternommen? Die Forschung versucht, Wissenslücken zum Beispiel zu Langzeiteffekten von geringen Arzneimittelkonzentrationen zu schließen. Die EU hat auch begonnen, das Problem gesetzlich neu zu regeln. Aber auch Sie können ohne großen Aufwand helfen. Das Wichtigste: Entsorgen Sie Ihre alten Arzneimittel niemals in der Toilette oder in der Spüle. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie alte oder ungebrauchte Medikamente richtig entsorgen. Ihre Apotheke kann dafür sorgen, dass Sie sicher in der Müllverbrennung landen. Und schließlich vermeiden Sie übermäßige Selbstmedikation. Nehmen Sie Arzneimittel am besten nur auf ärztliche Empfehlung. Denken Sie daran, eingenommene Arzneimittel verlassen unsere Körper wieder und können schwerere Auswirkungen auf unsere Umwelt haben, als wir heute wissen.